Weil ich wirklich dachte, Michael Jackson, der tot ist, wäre bei uns im Bad. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Boah, wie lange ich hier einfach zu Hause nicht gedreht habe. Das lag natürlich alles an der Yo-Heli-Tour und so weiter. Aber heute gibt es tatsächlich mal wieder ein Video von hier zu Hause, von dem bekannten Platz hier. Ihr habt es am Titel schon erkannt. Heute geht es mal um 5 Ängste, die ich früher in meiner Kindheit hatte. Ich wette, jeder von euch hatte diese bestimmten Sachen, vor die er richtig mega Schiss hatte. Und genau diese werde ich euch heute mal von mir vorstellen. Es sind auf jeden Fall ziemlich witzige Sachen dabei, also lehnt euch zurück, genießt das Video und lacht mich aus. Also Leute, viel Spaß beim Anschauen. Ja, die erste Sache ist Räuber-Hotzenplotz und ja, es war damals, ich weiß gar nicht wie alt ich da war ich auf jeden Fall im Kino und habe den Film da geguckt von Räuber-Hotzenplotz und ich hatte einfach richtig schreckliche Angst vor diesem Typen. Ich glaube, ich war insgesamt eher einer, der nicht so viel Schiss jetzt von diesen ganzen Leuten hatte, also diese erfundenen Figuren quasi, aber bei Räuber-Hotzenplotz war es auf jeden Fall so und da hatte ich wirklich schreckliche Angst vor. Ja, Leute, ich weiß, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich wirklich auslachen, weil irgendwie haben Jungs sowas nicht so oft. Aber ich hatte tatsächlich früher richtig Angst vor Spinnen. Vor allem früher hatten wir hier zu Hause wirklich richtig viele Spinnen. Und ja, ich weiß nicht warum, aber ich hatte solche Angst vor Spinnen. Wenn ich die gesehen habe, ich habe erstmal richtig Angst bekommen, aber ich weiß echt nicht warum. Heutzutage verstehe ich gar nicht, warum man Angst vor Spinnen hat. Warum? Ich muss sagen, heute finde ich es wirklich manchmal witzig, wenn irgendwie so, vor allem so Mädchen oder so, wenn die einfach Angst vor Spinnen haben, ich tue die dann auch einfach so weg oder so, also ich habe wirklich jetzt keine Phobie oder so davor, aber früher hatte ich halt wirklich auch mega Angst davor. Keine Ahnung warum, ey, ich verstehe es einfach nicht. So, ja, Rutschen im Schwimmbad. Warum hatte ich davor Angst? Warum nur? Ich hatte nicht Angst vor der Rutsche selber, also solche Wasserrutschen, ihr kennt die bestimmt. Und die haben, bevor man da reingeht, ja immer meistens so eine Signalanzeige. Wenn es rot ist, dann soll man nicht runterrutschen und wenn es grün ist, kann man runterrutschen. Ich weiß nur, dass bei uns im Schwimmbad sich irgendwie früher nie jemand so richtig danach gerichtet hat. Zumindest sind sehr viele einfach runtergerutscht, wenn die Ampel noch rot war, aber ja. Ich kam nämlich nicht immer so mega schnell von da unten, wenn man unten dann ankommt im kleinen Wasser, dann quasi, dann kam ich nicht immer so schnell da weg, weil da waren noch irgendwelche Wasserströme oder so da. Und dann habe ich es immer probiert, mega schnell von da unten wieder wegzukommen, weil ich so Angst hatte, dass mir jemand in den Rücken rammt und das mega wehtut und so. Ist letztendlich irgendwie nie passiert, aber ich hatte trotzdem echt Angst davor und ja, das war irgendwie auch, ja, witzig. Dabei fällt mir ein, ich war ja richtig lange einfach mal nicht mehr im Schwimmbad. Ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt keine Ahnung wie lange her. Ja, diese Angst habe ich immer noch. Ich habe früher auf jeden Fall eine schlechte Erfahrung gemacht mit Treppen allgemein, weil das war so, ich bin mal gestolpert bei einer Treppenstufe, als ich hochgegangen bin. Dann bin ich mega so aufgekommen, ohne mich abzustützen oder so mit den Armen, bin ich einfach so aufgekommen mit einem Zahn. Und danach musste ich zum Zahnarzt und so und dann wurde das alles irgendwie, ich weiß nicht, dann war da irgendwie ein Stück vom Zahn raus und so und dann wurde das irgendwie alles so, halt alles wieder so gerade gemacht, sage ich mal. Aber das war irgendwie mega scheiße, weil dann einfach so ein Stück von meinem Zahn einfach da ab war. Einfach weg. Und ich habe davon nicht viel gemerkt. Und ungefähr seit dem Zeitpunkt habe ich echt irgendwie Angst, vor allem, wenn ich runtergehe von der Treppe, da irgendwie runter zu fliegen. Weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr geht so eine Treppe runter, keine Ahnung, rennt die vielleicht sogar runter und auf einmal würdet ihr so dann runterfliegen. Einfach so mit dem ganzen Körper, ey. Das stelle ich mir mega so als Horror vor, echt. Deswegen bin ich meistens auch echt ein bisschen vorsichtiger beim Treppenlaufen, vor allem, wenn es runtergeht. Dann gehe ich lieber gerne mal ans Geländer oder so. Aber so schlimm wie früher meine Angst war, ist sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also ich habe halt immer noch ein bisschen Respekt davor. Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt zwar schon der letzte Punkt, aber wirklich ein sehr witziger Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann Michael Jackson gestorben ist. Ich hatte den früher auch irgendwie nie verfolgt oder so. Aber auf jeden Fall, als er gestorben ist, kurz danach kam so eine kleine Doku und so. Ja, irgendwie weiß ich zwar nicht warum, aber ich hatte seitdem bestimmt ein Jahr oder zwei Angst, dass Michael Jackson bei uns in der Badewanne ist
Oder in der Waschmaschine, Leute. In der Waschmaschine. Was war mit mir damals falsch? Ich habe dann immer geguckt, so in der Badewanne, so mega ängstlich, so auch so langsam und so, ob der da drin ist oder ob der in der Waschmaschine unten ist und so. Das war richtig komisch, aber ich hatte wirklich immer Angst. Und dann habe ich auch noch hinter der Tür geguckt und so, weil ich wirklich dachte, Michael Jackson, der tot ist, wäre bei uns im Bad. Warum dachte ich diese Scheiße damals? Also Leute, ich hatte damals auf jeden Fall komische Ängste, wie ihr jetzt mitbekommen habt. Schreibt mir doch mal eure früheren oder heutigen Ängste vielleicht auch mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Es sind bestimmt auch von früher witzige Sachen dabei. Und ja, ich lache jetzt selber teils über meine komischen Ängste. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen oder über einen Kommentar. Wie gesagt, könnt ihr mal eure Ängste in die Kommentare schreiben, die ihr früher hattet. Und dann sehen wir uns am Freitag oder Sonntag wieder, wenn es wieder heißt. Yo! Ho!